Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Vlog. Entschuldigung für den völligen Überlänge-Vlog vom letzten Mal. Durch die Erkältung habe ich irgendwie scheinbar alles Verhältnis von Raum und Zeit vergessen und einfach weiter aufgenommen. Wenn es euch beruhigt, ich habe über 30 Minuten weggeschnitten, also von daher nur halb so schlimm, ne? Ich bin natürlich immer noch krank, ist ja schließlich noch derselbe Tag. Aber ich glaube, es geht auf jeden Fall jetzt gerade sehr, sehr schnell und flott berghoch. Ich habe wesentlich weniger Husten als gestern, was angenehm ist. Nebenhöhlen und Ohren und Nase sind noch zu, aber das geht auch in den nächsten 2-3 Tagen vorbei und vor allem bringt das einen nicht um. Das heißt, morgen kann ich wieder ins Büro und arbeiten und noch ein bisschen Geld verdienen. Oder nächste Woche vielleicht unten in der Werkstatt. Wobei, das überlege ich mir noch, weil mein Vater hat gemeint, alle in der Werkstatt sind gerade krank. Vielleicht gehe ich dann nicht direkt nächste Woche in die Werkstatt runter, sonst bin ich nämlich direkt wieder krank. So, ich habe mich entschlossen dazu, ein bisschen zu kochen. Und zwar mache ich ein Curry. Das köchelt hier so gerade ganz langsam vor sich hin. Kartoffeln und ja, Kokosmilch, Gewürze. Hier kocht gerade das Wasser auf, für den Blumenkohl drin zu garen. Der kommt dann da mit rein. Ich werde den hier nur, weiß ich nicht genau, 4 Minuten oder so im Wasser kochen und dann da rein, weil da kocht er ja noch weiter. Und dazu mache ich mir Fisch einfach nur, damit ich irgendwas dabei habe, weil ich habe nicht viel für das Curry reinzumachen. Und Kartoffeln und Blumenkohl sind cool, aber alleine ist ein bisschen wenig. Hätte ich jetzt noch Pilze oder so zum Reinmachen, dann wäre es gut. Dann hätte ich auf den Fisch jetzt verzichtet. Aber, nee. Ich habe zwar noch Bratpaprika, aber die passen jetzt wirklich überhaupt nicht dazu. Genauso wie die Maiskolben, die ich hier habe, die passen auch nicht. Frühlingszwiebel könnte ich reinmachen. Eine Zwiebel generell. Ach Gott, ich habe keine Zwiebel reingemacht. Ich dirme. Ja, aber eine Zwiebel mache ich noch rein. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich werde hier von nachher nichts schmecken. Ich rieche schon kaum. So, ich habe mit Try jetzt bis gerade noch gezockt. Wir haben es jetzt 2 Uhr, viel zu spät. Hunde müde und ich muss morgen früh raus. Heute. Wobei, wobei. Ja, aber das funktioniert echt super mit diesem Parsec. Wir haben es nicht über die PlayStation gemacht, weil er hat gesagt, oh, zugucken reicht mir. Muss nicht selber zocken. Und Parsec ist ja dieses Programm, mit dem du quasi übers Internet Couch-Koop machen kannst, quasi. Dann wird das Bild in fast Echtzeit zum Gegenüber gestreamt. Und der könnte sogar per Tastatur, Maus oder Controller quasi direkt steuern und sich als zweiten Player oder als ersten Player einklinken, je nachdem, als würde man einen Controller hin und her reichen oder als hätte man halt mehrere Controller an einem PC dranhängen. Ist eigentlich super cool. In dem Fall macht es nicht so viel Sinn, weil Judgment ist ja auf der PS4 und ich schicke ihm quasi das Bild von meiner Capture, von meinem Capture-Software rüber, sodass er die Konsole sieht und den Sound hört, aber er kann dann natürlich nicht spielen. Aber wie gesagt, das war ihm ja egal. Und ja, wir hatten jetzt über die 4 Stunden, die wir gespielt haben, länger, 4,5 Stunden, hatten wir absolut keine Probleme. Nicht einmal ein Hänger oder irgendwas. Null. Super sauber, super flüssig, mega gute Quali, Echtzeit. Perfekt. So, wieder da. War bis 4 Uhr im Büro. Mach ich denn da? Hab gut was weggeschafft bekommen. Aber ja, alles funktioniert nicht und es ist nicht meine Schuld. Stellt sich raus, die Software, die nicht läuft laut Computerladen, läuft. Ohne Probleme, muss gar nichts machen. Läuft super. Was allerdings nicht läuft, ist die Lizenz davon. Das Ding wird über einen Dongle wird das registriert. Auf dem Rechner und der Dongle muss immer eingesteckt sein. Ist ja logisch, dafür ist er ja da. Normalerweise so in den letzten 15, 20 Jahren bringt man Dongles raus mit USB-Anschluss. Das Ding ist so alt, das ist noch ein Parallelanschluss-Dongle, so ein riesiger Klotz, der hinten reinkommt. Man hat davon abgesehen, dass die meisten Mainboards gar keinen Parallelanschluss mehr haben. Das wäre ja nur halb so schlimm. Karten gibt es ja dafür und die ist ja jetzt drin. Aber der Paralleldongle ist kaputt. Und das ist die Schuld vom Computerladen, der den Dongle als letztes hatte. Davor ging er nämlich noch. Super.
Ja, und ich bin gerade hier reingekommen und mit dem letzten nasalen, mit der letzten nasalen Kapazität, die ich noch habe, habe ich gerade die Tür aufgemacht und bin fast rückwärts umgekippt. Ich mag ja Blumenkohl, ne? Ich esse ihn ja ganz gerne, aber meine Herren, ey. Boah, stinkst du. Das ist ja wirklich brutal. Oh, als wenn ein Gulli explodiert. Hier ist. Hier haben die das jetzt. Ach, Wurzelbrot hat meine Mutter gemacht. Das ist ein Smiley-Gesicht. Oder wenn man scheiße gelaunt ist. Oder eine Monobraue, wenn ich Fabian Krane cosplayen will oder so. Keine Ahnung, es ist ein Wurzelbrot aus Dinkel. Dinkel! Warum auch immer. Und meine Mutter hat gebrauchtes Gemüse auf dem Flohmarkt gekauft. Das glaube ich sind Zucchini, Granatapfel und Pepperoni? Pepperoni so groß wie Bohnenstangen. So, es ist eingekauft. Und ja, ich habe alles da, was ich brauche für mein Mehl zu machen. Ich habe die 5 Liter Flasche hier, ich habe einen Trichter, meine Hefe, Wasser aus der Flasche, weil da ist kein Kalk drin wie hier aus der Leitung und es ist weniger bakteriell, was weiß ich. Beim Gären muss man ja mal ein bisschen aufpassen. 3 Sorten Honig und ja, der Aufsatz zum Gären. Ich habe jetzt Honig einfach aus dem Laden geholt. Letzten Endes vom Geld her hätte ich auch einfach bei einem Imker gehen können. Das hat mich jetzt 18 Euro, glaube ich, gekostet. Die 1,5 Kilo Honig für 5 Liter Met. Und ja, also insofern hätte ich auch zum Imker gehen können, aber ich wollte es halt heute machen. Und da hat ja jetzt kein Imker mehr offen, ist ja Samstag. Aber ich glaube, ich habe ganz gutes Zeugs geholt. Ich habe einen Bio-Honig geholt, einen relativ neutralen. Ich habe einen Waldhonig geholt, weil ich mag Waldhonig vom Geschmack her. Und einen Akazienhonig, weil den mag ich auch. Also zwei mit mehr Geschmack und einer, der ein bisschen mehr einfach nur da ist. Außerdem heißt er Dr. Krieger und da wird er automatisch gewonnen. Und ja, das war's. Ich werde jetzt Wasser aufkochen, dann den Trichter und das Gedümpel hier drin kochen lassen, zum Sterilisieren. Und dann Kochwasser in der Flasche ein bisschen hin und her und dann ausgießen, damit das sterilisiert ist. Dann Honig rein, Wasser rein, Hefe rein, die muss ich noch abwiegen, weil, wie gesagt, das ist für 25 Liter, also brauche ich nur ein Fünftel von dem Beutel. Und dann passt das. So, wenn das Wasser gerade noch aufkocht, kann ich schon mal die Hefe abwiegen. 28 durch 5 ist 5,6. Und ich probiere es jetzt so genau wie möglich abzuwiegen. Ich kann keine Kommazahlen hier, glaube ich, wiegen. Die Waage hier ist grauenhaft. Die ist super ungenau. Wie man sieht. Hallo. Das hier ist garantiert schon über 1 Gramm. Sag mal, lebst du noch? Ah, jetzt sind es 2 Gramm. Okay. 3. Oh, weia, weia. Und 6 Gramm. Na naja, gut, dann lassen wir es 6 Gramm. 5,6 runden wir es auf. Passt schon. Was ein Schrott, diese Waage. Was ein Schrott. Aber Action. Naja, was willst du wissen? Wenigstens hängt sie. Das ist der einzige Vorteil von diesem Ding. So, das hier werde ich gleich nochmal zukleben oder so. Okay, gut. Also, die Hefe ist ready. Wasser ist ready. Honig. Ich bin am Überlegen, ob ich den Honig in Wasserbad reinmachen soll, damit er ein bisschen flüssiger wird. Damit ich den leichter durch den Trichter da einfüllen kann, sonst wird das wahrscheinlich etwa 3 Stunden dauern, bis das durchgelaufen ist, aber naja. So, wenn der Honig gerade ein bisschen warm und flüssiger wird, das Zeug abkocht, ist das hier alles schon fertig abgekocht. Also, Rezept ist, ich brauche für 5 Liter Met 1,5 Kilo Honig, 3,5 Liter Leitungswasser oder halt in meinem Fall jetzt Flaschenwasser. Und ja, eben 6 oder 5,6 Gramm von dieser Hefe hier. Die Hefe hat den Vorteil, deswegen, es ist extra Methefe. Es geht auch Weinhefe oder Champagnerhefe, gibt es ja alles. Und der Vorteil hiervon ist Yeast and Nutrient. Das heißt, da sind schon die Salze und der ganze Kram drin, den du ansonsten noch dazu machen würdest. Was du auch machen kannst, ist zum Beispiel Weinhefe benutzen.
und dann eine Handvoll Sultaninen oder Rosinen mit reinschmeißen, weil die Hefe das braucht zum Starten. Und dann kannst du die Süße oder den Zucker von dem Honig verarbeiten. Aber in dem Fall brauchst du das nicht. Es gibt da auch noch tausend andere Sachen. Da kannst du wirklich ins Detail gehen. Da kannst du noch Weizenmehl mit reinmachen, so ein ganz klein bisschen. Und Salze. Und wirklich, da kannst du eine Menge mitmachen. Aber das hier ist eben so eine sehr einsteigerfreundliche Hefe, weil halt schon alles drin ist. Dann brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Das ist halt easy. Davon halt, wie gesagt, 5,6 Gramm. Ich werde es so machen, ich werde den ganzen Honig reinmachen, dann werde ich das Wasser reinmachen und so weit wie möglich schütteln, also Korkentropfen schütteln, damit das gut vermischt ist und dann den Rest des Wassers drauf gießen. Dann wird das Ganze reifen, der Gärpropfen oben drauf, dann wird das Ganze reifen lassen, mal schauen wie lange, da werde ich mir nochmal genau anschauen, wie lange ich den reifen lassen kann, kommt ja auch immer drauf an. Und dann werde ich mir überlegen, ob ich mir entsprechend Zeug kaufe, um den zu schwefeln, also zu stoppen, die Gärung, oder ob ich ihn weitergären lasse, ob ich ihn nachsüße, weiß ich auch noch nicht. Ich hatte die coole Idee, ihn nachzusüßen mit Honigwaben, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ob das gut funktioniert. Ansonsten könnte ich halt Säfte benutzen, Kirschsaft oder sogar einfach nur Kirschen, direkt so wie sie sind, oder Erdbeeren, oder weiß ja geil was, da kannst du ja alles reinmachen, was Süße hat, dass du dann wieder von dem sehr sauren, sehr ausgegorenen, trockenen Met nochmal Süße reinbekommst, wenn du das willst. Ich werde es probieren. Und da kann man sich halt echt austoben mit. Das gefällt mir. Aber mal schauen. Bis dahin muss ich erstmal kommen und das sind einige Monate Wartezeit. So, als erstes mache ich den Waldhonig rein. Vorher probiere ich allerdings erstmal, wie er schmeckt. Oder der ist flüssig jetzt. Okay. Also wenn dein Met nachher schmeckt wie der Honig hier, wäre ich zufrieden. So, während der noch abläuft, probiere ich schon mal die anderen Honigsorten. Das hier ist der Bio-Honig. Oh, der ist flüssig. Der ist Wasser quasi. Probiere ich mal den Bio-Honig hier. Oh, der ist ein gutes Stück süßer als der Waldhonig. Weniger würzig, einfach nur knackesüß. Dafür habe ich ihn geholt. So, und dann der Akazienhonig. Auf den baue ich eigentlich am meisten, was Geschmack angeht. Boah, geil. Der ist ganz anders. Der Akazienhonig ist ganz anders. Auf den freue ich mich am meisten. Der kommt doch jetzt rein. Das Problem übrigens, ich weiß nicht mal, ob ich allergisch gegen Honig bin. Ich weiß nicht mal, ob man das sein kann. Das Problem ist allerdings, wenn ich Honig habe und esse einen Löffel davon, habe ich instant Kopfschmerzen. Ich habe jetzt Kopfschmerzen von diesen mikroskopischen Mengen, die ich gerade probiert habe, von drei verschiedenen Honigsorten. Ich habe Kopfschmerzen. Und weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Kein Plan. Wenn es irgendwo drin ist, Met kann ich auch trinken. Habe ich kein Problem mit. So pur. Keine Chance. Und es liegt nicht am Zucker, weil wenn ich Nutella da habe, ab und zu kommt da auch mal ein Löffel rein. Damit habe ich gar kein Problem. So, und jetzt der letzte Honig. Nicht umkippen. Der Bio-Honig. Warum ist der so flüssig? Keine Ahnung. Dr. Krieger hat gute Arbeit geleistet. Den Satz wollte ich immer mal sagen. Was ich übrigens auch gesehen habe, wie manche Leute Met machen, wurde auch bei Modern Rogue mal gezeigt, auch ein cooler Kanal, falls man den nicht kennt, ist statt so einer Flasche in den großen, in Metro sowieso oder auch in diesen ganzen Discount-Läden, gibt es ja oftmals diese Flaschen als 5 Liter oder 10 Liter Flaschen, also diese großen, die auch so einen Henkel noch dran haben. Statt einfach so eine Flasche, benutzt sowas. Also einfach die Flasche halb leer gießen, dann den Honig rein und dann wieder das Wasser, das man leer gegossen hat, rein, Hefe rein. Und statt so einem Tropfen, der dürfte, wenn man Gummi drumherum macht oder so, kann man den auch da reinmachen oder einen Korken, wie jetzt in meinem Fall. Aber statt dem kann man auch einfach einen Ballon drüber machen und in den Ballon ein paar Löcher reinpieksen. Funktioniert ähnlich. Geht auch, ist easy und es brauchst nichts desinfizieren, weil es ist schon alles desinfiziert. Sehr praktisch. So, ich mache mal ein bisschen Wasser rein. So, das waren 1,5 Liter. Nochmal eine ganze Flasche und dann nochmal 500 Milliliter. Aber das reicht erstmal gerade zum
schütteln. So. Das sieht ganz gut aus. Honig hat sich größtenteils gelöst vom Boden. Was man jetzt übrigens auch noch machen kann, wenn alles drin ist, ist mit so einem, ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Im Englischen heißt das Specific Gravity oder so, Specific bla bla bla. Damit, das ist so ein kleiner Schwimmer mit Anzeige drauf und das machst du da rein. Machst du zum Beispiel eine kleine Röhre, kippst du das Zeug da rein und dann lässt du den da drin schwimmen. Und je nachdem, wo er sich einpendelt, weißt du, okay, das ist dein Basiswert. Und wenn du nachher vergärst und fertig bist mit dem Vergären, machst du ihn wieder rein und dann zeigt er einen anderen Wert an. Und der Zwischenstand oder der Unterschied dazwischen ist die Prozentzahl, wie viel Volt er eigentlich hat. Könnte man machen, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viel der nachher hat. Wir wissen, ob er schmeckt. So, jetzt werde ich hier die Hefe schon mal reinmachen, weil die wird hier überall dran kleben. Aber ich habe ja noch 500 ml zum Rauswaschen. Also kommt die Hefe rein. Und ja, dann 500 ml laufen. Die messe ich mal gerade ab. Die restlichen 500 ml spülen die Hefe darunter aus dem Trichter. Wunderbar. Klasse. So, und das war's. Kleiner Minikorken raus. Den Pinüppelfritz da oben rein. Ein bisschen Wasser oben rein in das Ding. Und dann der Onkel drauf. Zeige die. Fertig ist. Oh je. Ich habe was getan. Ich habe gestern Nacht wieder bis 3 Uhr Schlagzeug gespielt, weil ich nicht pennen konnte und Lust hatte. Und ja, habe noch einiges am Settings geändert, ein paar Sachen rumprobiert, am Mischpult noch Sachen umgekabelt. Dann habe ich mir einen Handyhalter hier hingebaut ans Schlagzeug. Für wenn ich Musik mache, dass ich halt Spotify easy bedienen kann. Und ja, dann ging es heute eigentlich direkt da weiter am Rechner, auch noch eine Weile rumgebastelt. An ein paar Sachen, dann Videos geguckt, mich vollkommen überfressen. Erstmal auf die Couch gelegt, um mal ein bisschen zu verdauen und dann währenddessen ein bisschen Social Media und dann das böse, böse Facebook mit böser, böser Werbung, wo dann plötzlich mir was angezeigt wurde, von dem ich dachte, fuck, das ist exakt das, was ich immer wollte und steht kein Preis dabei, okay. Und hab probiert, den Preis rauszufinden. Bin dann wieder an den Rechner, hab das Ding gesucht und hab den Preis gefunden, der nicht unbedingt angenehm war, aber ich musste es haben. Ich musste es einfach haben. Ich hab's getan. Das ist viel zu viel Geld eigentlich, das ich gerade ausgegeben habe. Aber fuck der Gegenwert, den ich davon bekommen habe. Und ich will es einfach haben. Ich habe mir Super Audio Card gekauft. Super Audio Card kostet $149. Das ist eine Menge Geld. Ich hab das Geld. Es ist nicht so, als hätte ich es nicht. Und ich hab's mir jetzt gekauft. Es tut trotzdem weh, weil das ist eine Menge Geld. Naja. Aber ich wollte es unbedingt haben. Super Audio Card ist ein Contact Player Plugin. Das heißt, man kann das hier in seinen. Kann man gar nicht groß machen. In seinen Contact Player kann man das so reinladen. Und dann kannst du mit dem Keyboard oder sonst was halt Musik machen. Ach doch, jetzt lädt's. Ach so, weil ich gerade die Dateien am Runterladen bin, ist das Internet so lahm. So, hier, so, ne? So sieht das nachher aus. Könnte ich in Contact reinladen, habe ich hier die einzelnen Instrumente. Und Super Audio Card ist quasi Samples von Instrumenten aus den 70ern, 80ern und 90ern, was Konsolen angeht. Das heißt, von C64, Atari, NES, SNES, Mega Drive, Master System, Game Boy, alles mögliche. Original von den Geräten aufgenommene originale Samples von den Soundchips. Und damit kannst du halt immens geile Sachen machen. Das ist das, was ich immer wollte, Chiptune-Plugins. Plus, weil es so teuer war, bekommst du halt SNES Verb dazu. Das ist ein Reverb-Plugin, um diesen leichten Hall-Effekt, den das SNES oft hatte, noch 1:1 zu simulieren. Auch extrem stark. Ich kann ja mal hier einfach deren Soundcloud-Krams anmachen. Springen wir ein bisschen mal nach vorne.
awesome. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist halt fucking awesome. Das ist exakt das, was ich immer wollte. So, Update von meinem Met. Gestern Abend war noch nicht viel. Ist noch nicht viel passiert. Dazu muss man sagen, je nachdem, was für eine Hefe man benutzt und ob man noch Zusatzmaterial reinmacht. Ich habe zum Beispiel jetzt komplett darauf verzichtet, auf Säure oder Säureregulierung. Oft macht man halt eben Fruchtsäfte rein, um die Säure zu erhöhen, weil die Hefe mit Säure gerne erstmal anfängt, bevor sie den Honig angeht. Und ja, da gibt's, man kann eine Wissenschaft drauf machen. Ich habe absichtlich keine draus gemacht. Und je nachdem, was für eine Hefe man benutzt, kann es bis zu 2 Wochen dauern, bis es überhaupt anfängt. Aber meine Hefe hat deutlich schneller angefangen. Und so sieht's heute aus. Ihr seht vielleicht die große Blubberblase da drin. Und ja, es blubberbläst auf jeden Fall. Da oben blubbert es auch schön. Also, das funktioniert. So, wieder da. War gut heute. Ich habe alles geschafft. Ich habe den Einrechner fertig gemacht, das Zeichenprogramm fertig installiert und alles läuft drauf. Als das alles lief, quasi die ganzen Projektdateien vom Rechner meiner Mutter auf den Rechner drauf kopiert, sodass er an dem arbeiten kann, während ich an dem Rechner meiner Mutter arbeite. Hab den auf Windows 10 abgegradet, gar kein Problem. Und dann den Bürorechner, der mir für Rechnungen und so weiter da ist, den noch fertig gemacht, als die Mitarbeiterin weg war. Den auch noch auf Windows 10 abgegradet. Hab alles schön gemacht. Der eine Rechner hat einen Holzwand-Hintergrund und braunen Akzentton in Windows. Der von meiner Mutter hat Gras-Hintergrund und grünen Akzentton. Und der andere Bürorechner hat so Wasser als Hintergrundbild und blauen Akzentfarbe. Ich mach das ordentlich. Ich steck da Liebe rein. Ich hatte einfach nur noch Viertelstunde Zeit und wusste nicht, was ich machen soll. Vielleicht war es auch das. Aber gut, ja. Bin fertig. Alles erledigt, alles funktioniert. So, wir haben es... Oh, fuck, what? Wir haben es 1 Uhr. Alter, ich dachte allen Ernstes, wir haben es 11. Okay, gut, ich lege mich jetzt ins Bett. Fuck, ich muss morgen früh raus. Oh nö, ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass ich noch ein Video gemacht habe. Ich habe eine Beta bekommen. Peter? Ein Beta-Zugang von GeForce Now, was quasi deren Netflix für Spiele ist. Also, dass du quasi Spiele zu dir streamst von irgendwelchen starken Rechnern aus, dass du selber keinen starken Rechner mehr bräuchtest zum Spiele zocken. Morgen geht das Video online. Ich bin nicht besonders begeistert von dem Ding, aber naja. Das habe ich jetzt noch gemacht und schnell noch abgerendert. Ich bin so froh, wenn endlich diese Testversion von Vocoder für Vegas draußen ist, damit ich damit rendern kann. Das ist... Boah, Vegas ist fürchterlich beim Rendern. Uiuiui, heute ist irgendwie ziemlich stressig. Ich bin seit 9 Uhr unten in der Werkstatt und Winterreifen am draufziehen, Reifen am auswuchten und so weiter. Beim Auto noch mitgeholfen. Jetzt ist gerade Mittagspause und ich koche mir schnell was. Ich mache panierte Schnitzel mit Rahmsoße. Und währenddessen hat meine Mutter schon angerufen. Die haben nämlich ein Problem beim PC. Da läuft irgendein Programm nicht so, wie es soll. Oder irgendwas mit dem Drucken, haben sie ein Problem, keine Ahnung. Und ja, das heißt, ich werde um 3 Uhr unten Feierabend machen. Und werde dann erstmal hier per Teamviewer versuchen zu reparieren, so viel ich reparieren kann. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie weit ich komme. Und dann anschließend vielleicht nochmal hinfahren, die Tage. Keine Ahnung. Aber ja, stressig heute. So, ich habe mal gerade ein paar Beschaffungen gemacht. Zum einen ein Carpenter Brute T-Shirt, das ich schon Ewigkeiten haben wollte. Leathertooth T-Shirt. Jetzt habe ich mir endlich mal geholt. Ist nicht ganz günstig, aber mein Gott, Merch halt. Boah, ich freue mich drauf. Was ich Lou versprochen habe, bevor wir noch zusammengekommen sind damals, oder quasi zusammen waren, fast quasi zusammen waren,
habe ich ihr damals versprochen, dass ich ihr einen Kirschblütenbaum setze. Und das habe ich nie gemacht. Auch mitunter, weil ich nicht wusste, wo ich den hinsetzen soll. Bei uns ging das ja schlecht. Da war ja gar kein Grünzeug da zum Hinsetzen. Und ich dachte mir, weißt du was, ich habe über 7 Jahre lang habe ich das gesagt und nie gemacht. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich pflanze ein Bäumchen. Also habe ich mir einen Kirschblütensamen geholt. Für einen Bonsai. Und ja, werde den setzen. So, Ende des Tages. Ich habe ganzen Tag wieder in der Werkstatt gearbeitet, habe mir ziemlich das Kreuz ruiniert bei den Reifen, weil die waren teilweise saumäßig schwer. Waren so große Transporterreifen. Aber ja, wird besser mit der Maschine, läuft, macht Spaß, weil ich werde besser mit der Maschine. Und ja, ist gut. Und dann habe ich Feierabend gemacht, habe mich fertig gemacht, denn Tim kam vorbei. Hat einen Tag länger gedauert, hat ja alles nicht so wirklich hingehauen beim gestern wollte Tim ja vorbeikommen, aber das hat nicht geklappt, weil Trauerfeier in der Familie. Und dann hieß es, okay, dann machen wir heute was. Und Tim holt mich ab nach der Arbeit, nach meiner Arbeit. Und dann fahren wir zu ihm, Toni kommt zu ihm und wir kochen zusammen. Das hat auch nicht hingehauen, weil Toni immer noch ziemlich krank ist. Den hat es auch ziemlich erwischt. Dann hat Tim gesagt, ja gut, dann komme ich einfach vorbei. Und dann kam er jetzt rüber. Und ja, wir haben eigentlich jetzt ja, stundenlang gelabert. Er konnte nicht so lange, weil er muss morgen wieder, sein Urlaub ist vorbei und er muss morgen wieder auf Arbeit um 5 Uhr raus. Deswegen kann er nicht so lange bleiben. Aber ja, wir haben einen Haufen gelabert. Hat sehr viel Spaß gemacht und wenn alles klappt, sehen wir uns Dienstag, Mittwoch nochmal. Vielleicht pennt er sogar einfach hier. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen Kochsession und Musik und saufen ein bisschen was, einfach Spaß haben. Er hat mir noch ein bisschen was mitgebracht und zwar hat er mir eine Wii mitgebracht. eine schwarze Wii, von der er nicht weiß, ob sie geht. Ich weiß selber nicht, ob ich noch Kabel habe, um die auszuprobieren, weil meine alte Wii steht noch bei Lou samt den Kabeln und die Wii U hat, glaube ich, andere Anschlüsse. Deswegen, nee, keine Ahnung, ob ich die ausprobieren kann. Und seine PS3, die er gekauft hat, auch der alte Klotz hier, sogar mit so einem Skin, den wahrscheinlich... Gab es den Original? War das ein Original-Skin? Das sieht nicht so aus. Er sagt, es wäre eine 40 GB. Das ist traurig, weil das wäre genau dieselbe, die ich früher auch hatte. Noch cooler wäre es natürlich, wenn es die 60 GB wäre. Weil, dann wäre die sogar noch ein bisschen was wert. So, gerade unten fertig geworden. Beziehungsweise gesagt, okay, waren die letzten Sätze Reifen für heute. Mein Kreuz ist im Arsch. Zwischenzeitlich war ich oben und hab Tims PS4 auseinandergebaut. Wie man sieht, ist nicht mehr viel da. Scheinbar wurde die so heiß, das haben wir nämlich auch gesagt, dass der Lüfter dauernd lief. Die wurde wohl so heiß, dass sich die, dass der Prozessor vom Board gelöst hat. Der typische YSOD-Fehler. Yellow Screen of Death? Oder Yellow Light of Death? Nee, genau. YLOD. Whatever. Jedenfalls der typische Fehler, der halt immer. Die PS3 ist alt. Ich habe jetzt mit einer Heißluftpistole quasi ein bisschen Reflow Oven simuliert, sodass das ganze Lötzchen wieder flüssig wird und hab's jetzt seit der Mittagspause abkühlen lassen. Jetzt mache ich Kühlpaste drauf, baue das Ding wieder zusammen. Sony ist übrigens super freundlich, ne? Wenn du da reinguckst. Jede Schraube ist mit einem Pfeil versehen, damit du immer weißt, zu welchem Zeitpunkt du welche Schrauben rausdrehen musst. Das ist fantastisch. Das Problem ist nur, das sind alles unterschiedliche Schrauben.
So, und nun kommt noch der Deckel drauf über die Festplatte und das war's. Probieren wir so mal aus. So, Bildschirm brauche ich nicht. Das werde ich jetzt direkt sehen, ob es geht oder nicht. Sie läuft! Normalerweise käme jetzt ein kurzes gelbes Licht hier und dann fängt sie an rot zu blinken, piepst dreimal und das war's. Sie läuft! Ja, mega cool. Hat funktioniert. Aber ja, wie lange das hält, ist jetzt halt natürlich die Frage, wenn das Ding wieder zu heiß wird. Das ist immer das Problem. Ich hatte das ja, ich hatte das ja mit meiner Grafikkarte früher beim Laptop. Die ist auch zu heiß geworden, von sich aus schon. Einfach scheiß Design. Und die habe ich dann halt auch ausgebaut, in den Ofen geschmissen und halt auch Reflow-Technik halt dann gebacken, damit der ganze Lötzinn flüssig wird und dann wieder abkühlen lassen, wieder eingebaut und dann ging sie wieder. Aber das musste ich halt dann irgendwann andauernd machen. Also am Anfang waren es nur ein paar Monate, die es gehalten hat, dann waren es ein paar Wochen, dann waren es Tage. Dann konnte ich es fast täglich neu machen. Also das ist keine Lösung für die Ewigkeit. Wenn es einmal so geschwächt wurde, dann bleibt es auch geschwächt. Aber zumindest funktioniert es für jetzt. Und ich kann Tim schöne Nachrichten schreiben. Das ist doch auch was. Mein Körper dachte sich, trollololololol, du bist schon viel zu schnell gesund geworden. Werd nochmal krank. Nun bin ich wieder krank. hat gestern irgendwie angefangen. Gestern Morgen schon. Wo ich gemerkt habe, boah, Nase wieder zu. Husten wird schlimmer. Und dann über den ganzen Tag verteilt. Gekoddert wie ein Weltmeister. Und die ganze Nacht hier durchgekoddert. So ein Dickschädel, alles trockener Husten, Keuchhusten, Dreck. Ja, super, cool. Zum Glück habe ich noch Sinobrett. Dann haue ich mir gleich noch rein. Das hilft gegen den Husten natürlich wenig, aber zumindest für die Nebenhöhlen mal wieder aufzumachen. Und ja, für den Husten habe ich leider nichts da. Da werde ich jetzt einfach ein bisschen Tee trinken und hoffen, dass es besser wird. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich war doch schon fast fertig. Ich habe es gewusst. Ich hätte nicht so früh wieder runter in die Werkstatt sollen und dann fett körperlich rödeln wie Sau und dabei logischerweise schwitzen und dann kaltes Wetter, für wenn ich wieder hier hoch will und es regnet noch und ja, war dumm. Hab ich eigentlich kommen sehen, aber ja, hab trotzdem gehofft, dass es funktioniert. Oh Mann. So, und jetzt höre ich auf zu reden, weil das tut gerade überhaupt nicht gut. Und machen wir einen Kamillentee oder so. Und werde diesen Vlog rendern, weil jetzt wird erstmal wieder nicht viel passieren, außer dass ich wieder flach lieg. Hippie-Pura. Gut. Danke fürs Zugucken von diesem Chaos-Vlog auf jeden Fall. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie lang der jetzt war. Relativ lange auch wieder. Und bis zum nächsten Mal. Dann gesund. Bestimmt. Tschüsschen.